Wien heute mit Carmen Ludwig. Schönen Abend. Eine schreckliche Wendung gibt es im Fall eines vermissten Fünfjährigen. Er ist tot in der Neuen Donau aufgefunden worden. Nach ihm wurde gesucht, weil ihn sein Vater nicht zur Mutter zurückbrachte. Der Mann attackierte damals seine Ex-Frau mit einem Hammer und ist anschließend geflohen. Nach ihm wird weiterhin intensiv gefahndet. Karl Reis berichtet. Lockdowns, Teuerung und Insolvenzen zeigen ihre Folgen nicht nur bei Unternehmen, die finanziell in Strudeln kommen, sondern jetzt auch immer mehr bei Personen. Die Wiener Schuldnerberatung erlebt derzeit geradezu einen Ansturm, vor allem bei einem schwankenden Einkommen und bei Arbeitslosigkeit sei die Gefahr hoch, einen Schuldenberg anzusammeln. Betroffen sind auch vermehrt junge Menschen unter 30. Meterhohe Palmen, die auch im Liegen gegossen werden müssen, hauseigener Dünger und jede Menge Grün. Bei einem Blick hinter die Kulissen hat sich Ulrike Dobisch angesehen, wie das Palmenhaus in Schönbrunn einst bestückt worden ist und wie es sich generell am Laufen hält. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch ein 26er Steirer. Falls Sie nicht wissen, was das ist, gleich gibt's die Auflösung. Ja, und vielleicht erwischen Sie ja die eine oder andere Sternschnuppe heute Nacht und der Wunsch darf dann übrigens nicht verraten werden. Beim Fußball bleiben für die Austria und für Rapid in der Bundesliga heute viele Wünsche unerfüllt. Die Austria auf Rang 8. Das war's auch schon von uns. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Ulrike Dobisch. Schönen Sonntagabend noch. Auf Wiedersehen.